Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Frühling 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was kommt im Frühling, also März, April, Mai, auf dich wieder zu? Ah, der Gehängte. Ah, willst du oder willst du nicht? Willst du oder willst du nicht? Schau mal, der Gehängte, das ist die Umkehrung deines Lebens um 180 Grad. Ja, wenn dein Leben momentan tipptopp ist, wenn alles gut ist und du zufrieden bist, ja, dann sag nein. Das Umgekehrte wäre dann nicht schön. Aber wenn du sagst, oder es muss sich jetzt etwas ändern, es muss jetzt, oder ich möchte nicht mehr meinen Alltag so leben, ich möchte hier einen anderen Tagesablauf, ich will ein anderes soziales Umfeld, ich möchte nicht mehr in einer Beziehung sein, ich möchte in einer Beziehung sein, dann musst du hier Ja sagen. Weil darum geht es hier beim Gehängten. Das Einzige, was Menschen beim Gehängten zurückhält, sind die Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Der Gehängte hier, die nächste Karte ist die Todeskarte. Da lässt man etwas zurück, um den Sonnenaufgang zu erleben. Es kommt etwas Besseres auf einen zu, aber man möchte ums Verrecken an dem festhalten, was man bereits kennt. Und dass man etwas bereits kennt, bedeutet nicht, dass es gut ist. Das bedeutet, oder so diese Komfortzone bedeutet nicht, dass es komfortabel ist, sondern dass man es kennt und deswegen sich darin wohlfühlt, weil man weiß, was sind die Risiken, was sind die Gefahren, was kann passieren, wenn ich alleine bleibe, was kann passieren, wenn ich in dieser Beziehung bleibe. Du erlebst es momentan, du kennst es bereits und so makaber es auch klingt, das Schöne, das dir bevorsteht, ist das Unbekannte. Jene, die in einer saublöden Beziehung jetzt sind. Single wärst du viel besser dran. Ich kann dir das faktisch beweisen, aber für dich ist es das Unbekannte. Ja, Kopf, mit wem koche ich dann? Ja, Kopf, oder wie verbringe ich meine Wochenenden? Wie ist es für mich dann, wenn ich nach Hause komme und niemand zu Hause ist? Und das, eigentlich, ja, hast du eben, kommst nach Hause, hast deine Ruhe, ja, und endlich mal kannst du dein Lieblingsessen die ganze Zeit essen, ohne dumme Sprüche dir anhören zu müssen, ja, und dein Wochenende kannst du endlich mal genießen, ja, ohne die ganzen Streitereien, aber es ist eben das Unbekannte. Und umgekehrt genauso. Momentan, ja, machst du am Wochenende, was du willst, isst, was du willst, gestaltest deinen Tag, wie du willst, gibst niemandem Bericht, sagst niemandem guten Morgen, ja, und, oder so schön es auch ist, ja, das, was hier bevorsteht, es ist das Unbekannte. Auch da kann ich faktisch belegen, dass es jetzt besser wäre, ja, dich mit jemandem zusammenzutun wieder und ja, diese Momente zu erleben, die würden dir seelisch gut tun, aber für dich bleibt es das Unbekannte. Das, was jetzt ist, so blöd es auch ist, ist das Bekannte. Das ist, kommt von der Neandertalerzeit oder so, ja, dass wir uns an dem halten, was wir schon kennen, Risiken scheuen. Auch wenn das Risiko uns etwas Gutes bringen sollte. Lieber bei dem bleiben, was ich kenne. Keine neuen Bestandesaufnahmen machen. Im Frühling wieder musst du dir überlegen, ob du bereit dazu bist, ein komplett anderes Lebensstil zu leben. Ja. Es ist paradox. Wisst ihr, was ich auch oft erlebe? Jungunternehmer, Jungunternehmerinnen, die Erfolg haben und dann sich selbst ausbremsen. Weil der Rubel rollt, der Lebensstil verändert sich, die Prioritäten verändern sich. Siehst du, oder jetzt kommt das Unbekannte und plötzlich kann man reisen, plötzlich... Oder agiert man nicht mehr nach Stundenlohn, sondern nach Gewinn per Projekt? Es ist anders, es ist viel geiler, viel besser, oh mein Gott, aber es ist was anderes. Und da werden dann ganz viele Menschen nervös und stoppen sich selbst in dieser Phase des Aufstiegs. Das gibt's. Es ist das Unbekannte. Nein, der Kelche. Der Stern.
Deine Wunscherfüllung steht hier im Frühling bevor. Du bekommst hier mit 9 der Kelche ein Angebot, eine Möglichkeit wieder, die dich so glücklich stimmen wird. Ja, so glücklich. Und das ist auch das, was du dir schon lange gewünscht hast. Aber siehst du? Das passiert recht oft, das passiert viel, viel, viel öfter, als man denkt. Ja, so, dass der Traum zum Greifen nah ist, man aber weiß, dass man dann das Leben umkrempeln wird, anders leben wird, ja, und dann sich eben nicht traut, die vertrauten Gewässer zu verlassen. Der Stern hier, siehst du, wie nah dieser Stern an deinem Körper ist wieder? Siehst du, wie die hier dich sogar berühren und pieksen und tun? Ja, die Sterne sind zum Greifen nah. Die perfekte Beziehung, der perfekte Job, das perfekte Projekt steht da. Du musst nur zugreifen. Das Zugreifen an sich ist eigentlich gar kein Problem. Das Problem ist, dass du weißt, was danach folgen wird. Du weißt, was danach folgen wird. Dein Leben verändert sich. Ja? Also, gut. Ich habe hier 12, hier habe ich 5, das macht die 17. Ist die Sternkarte, die sich vorhin gezeigt hat, 17. große Arkane, ist die Sternkarte. Dir steht deine Traumpartnerschaft. Es kann geschäftlich oder auch privat sein. Liebestext, falls du für die Liebe guckst, dann ist das für die Liebe. Ich rede mit dir. Falls du sagst, nee, ich will mich auf meinen Beruf konzentrieren, dann ist es beruflich. Die Energien in deinen Lebensbereichen sind immer alle gleich. Es kommt nur darauf an, wo du dich fokussierst, ja, worauf du dich fokussierst, und da blüht es dann. Ja. Deswegen lassen sich ja so viele Oscar-Preisträgerinnen danach scheiden. Es liegt nicht daran, dass sie den Oscar gewonnen haben. Es liegt daran, dass die Energien in allen Lebensbereichen sich zeigen. Hm. Viele Frauen, die einen Job finden, trennen sich danach von ihrem Partner, ihrer Partnerin. Das hat etwas, das ist, weil die Energien in allen Lebensbereichen sind. Und dann gibt es Menschen, die sagen, weißt du was, ich habe diese Energien. Gut, dann setze ich das jetzt geschäftlich ein. Ich konzentriere mich vor allem auf das. Ja? Liebestechnisch verpasse ich halt die Chancen, ist mir egal. Ja? Und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich will hier privat, oder wenn diese Energien da sind, dann halte ich privat meine Augen offen und dann lasse ich halt berufliche Chancen sausen. Oder das kommt dann auf deinen Fokus drauf an. Und hier habe ich ganz stark das Gefühl, dass ich hier ein Kollektiv vor mir habe, das alleine unterwegs ist, ja, in deinem Liebesleben bist du alleine unterwegs, im beruflichen Sinne bist du alleine unterwegs, und was hier jetzt kommen würde mit dieser Traum-Liebespartnerschaft, Traum-Berufspartnerschaft, Geschäftspartnerschaft, wäre hier 5. große Arkana der Hierophant, 5 der Stäbe hier, was hier auf dich zukommen würde, wäre so dieses Menschenmenge um dich herum. Plötzlich gibt es hier Absprachen, die du treffen sollst. Plötzlich gibt es hier jemanden, dem du guten Morgen wünschen sollst. Plötzlich gibt es hier jemanden, auf dessen Gefühle du Rücksicht nehmen sollst. Plötzlich gibt es hier eine Person mehr an Einladungen. Plötzlich gibt es hier eine Person, die du fragen musst, hey, ist diese Musik hier gut für unser Social Media Posting? Und dann gibt es wiederum, ja, wieder eine andere Person da, wo du fragen musst, hey, oder sollen wir jetzt so langsam die GmbH gründen? Ja, du so viel, ich so viel Anteil. Oder da ist dann die Möglichkeit auf die Wunscherfüllung mit der perfekten Partnerschaft wieder, sei es geschäftlich oder liebestechnisch, nur dass du dann eben mehr Menschen in deinen sozialen Interaktionen hättest. Ja, auch wenn es nur eine Person ist, die jetzt mehr dazu kommt, es kommt eine Person dazu. Und es wird hier mit der Hierophant, also falls du hier Ja sagst, dann wird das sehr lange Teil deines Lebens bleiben. Der Turm, das ist die Vorkarte vor der Sternkarte. Einfach noch zur Info, ich mache in der Fortsetzung schaue ich dann Monat für Monat, also was im März, April, Mai auf dich zukommt, gell? Ja, ja, und dann überall Action, überall Zeitkarten, ja, überall da, wo ich Action sehe, dann auch Zeitkarten, okay. Hier habe ich den Turm, das ist der Zusammenbruch deiner Sackgasse hier, hier drin befindest du dich, okay. Ich habe den Eindruck, dass es zeitlich, ja, so sein wird, dass hier ein Angebot auf dich zukommt, ja, dass hier entweder geschäftlich jemand mit dir zusammenarbeiten möchte oder jemand ernsthaftes Interesse,
ernsthaft eine ernsthafte Beziehung mit dir führen möchte, eine ernsthafte Beziehung mit dir möchte, du dann hier Bedenken haben wirst, weil das ja dein Leben umkrempeln würde, aber du dann hier mit der Turmkarte ja woanders in deinem Leben, kannst nicht wissen, wo genau das sein wird. Das ist ein Schockmoment. Unerwartet wirst du hier dann plötzlich einen Einfall haben, einen Gedanken haben, eine Idee haben. Du wirst irgendeine Information irgendwo lesen, wonach du dann sagen wirst, ja Gott verdecken, natürlich gehe ich das hier ein. Ja, natürlich gehe ich das hier ein. Und ich habe hier, oder mit dem Gehängten habe ich so die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Das ist eine Knappheitsenergie hier. Der Gehängte, der gibt nichts. Ja. Das ist Knappheitsenergie und hier bei der Herrscherin ist die Hülle und Fülle Energie. Bisher musstest du überall verknappen, um dich besser zu fühlen und jetzt kommt hier die Gelegenheit, um dich zu zeigen, um zu sein, um zu werden, um etwas entstehen zu lassen hier mit der Herrscherin. Ja. Ja, bei einigen steht hier eine Schocknachricht bezüglich Schwangerschaft bevor. Jawohl. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier wieder werde ich fragen, was im März, April, Mai 2024 auf dich zukommen wird. Überall da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann was passieren wird. Und diese Karten hier werde ich für jene, die hier ein Gegenüber haben, fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.